Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Rems Girata. So, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben im Dialog mit Atriss, der Meisterin dieses, nun ja, kleinen Jedi-Tempels hier. Und wir befinden uns gerade im Gespräch über unser altes Lichtschwert. Und, wie schon gesagt, ich möchte sowohl die extreme Sith-Tendierung als... Tendierung? Gibt's das Wort? Ist egal. Als auch Jedi... Tendenz, so rum, vermeiden. Von daher nehme ich mal, ja, welche Gründe ihr auch hattet, ich will es zurück. Es gehört euch nicht. Es symbolisiert etwas Größeres, für das ihr nicht mehr steht. Aber ich verstehe eure Gefühle. Es muss schwer gewesen sein, den Orden zu verlassen. Ihr habt dem Rat und mir keine andere Wahl gelassen. Ich musste einfach in den Krieg ziehen. Ich wollte einfach nur andere beschützen. Der Rat war schwach und voller Angst. Ich will nicht über die Entscheidung des Rates reden. Ja, ich musste einfach in den Krieg ziehen. Ist wieder das, was am wenigsten Sith und am wenigsten Jedi ist. Das Leben ist voller Entscheidungen. Und wenn ihr eine Entscheidung treffen müsst, leiten euch die Lehren der Jedi. Na toll. Ich wollte einfach nur andere beschützen. Der Rat war schwach und voller Angst. Ja, was nehme ich denn davon? Ja, ich will nicht über die Entscheidung des Rates reden. Wirklich? Sehr schön. Ihr scheint im Exil weiser geworden zu sein. Nun sagt mir, wie habt ihr diesen Ort gefunden? Und warum seid ihr nach all der Zeit zurückgekehrt? So, wo wir jetzt mal die Diskussion über die Entscheidung, die damalige Entscheidung des Rates beendet haben, gibt's mir nochmal eine gute Möglichkeit zu resümieren. Sorry für den Versprecher. Atriss ist wieder so ein typischer Jedi, einfach Augen auf, hell. Dunkel. Und nicht richtig und falsch. Ist egal jetzt. Naja, ist es nicht, aber ich will jetzt nicht näher drauf eingehen. Ihr kennt da meine Meinung. Ich bin hier, weil mir eine anmaßende... Büp mein Schiff gestohlen hat. Genau. Euer Schiff? Ah, die Ebon Hawk. Das ist nicht euer Schiff. Es sei denn, ihr gesteht die Zerstörung der Minen auf Piragus. Tja, und du weißt mal wieder gar nichts. Die Zerstörung von Piragus war ein Unfall. Jupp. Die Zerstörung von Piragus war notwendig. Nicht für mich. Ich wünschte, ihr wärt es gewesen, aber dem ist nicht so. Hm? Piragus? Nie gehört. Ich gebe gar nichts zu. Habt ihr nur mein Schiff oder nicht? Gebt ihr zu, dass ihr die Ebon Hawk gestohlen habt? Das ist, glaube ich, das Beste. Die Ebon Hawk ist hier. Die Logdateien und der Computer werden analysiert, um herauszufinden, was die Anlage auf Piragus zerstört hat. Ja, wann bekomme ich es zurück? Ihr habt also mein Schiff gestohlen. Ich will mein Schiff zurück, sofort. Was gab euch das Recht, es zu nehmen? Ja, wann bekomme ich es zurück? Wenn es euer Schiff ist, sollte ich euch vielleicht fragen, was geschehen ist. Und warum ihr die Anlage zerstört und alle Minenarbeiter ermordet habt. Okay, jetzt ist aber definitiv mal ein bisschen Klartext nötig. Sie weiß ja wirklich gar nichts. Ist auch nicht verwunderlich. Aber ich muss ja jetzt nicht unbedingt Lust haben, ihr alles lang und breit zu erklären. Von daher einfach mal, die Minenarbeiter waren schon tot. Eine Anlage mit mehr als 150 Mitarbeitern, die alle tot waren, als ihr ankamt. Wer soll das glauben? Und da die Anlage zerstört ist, kann nichts eure Geschichte bestätigen. Aber ich werde die Wahrheit schon aus euch herausbekommen. Ja, das stimmt nicht. Sie waren noch nicht alle tot, als wir kamen. Sondern während wir bewusstlos im Koltotank lagen. Da wurden sie dann, nun ja, ich muss nicht weiterreden. Gebt ihr mein Schiff zurück? Nee, danke. Ja, wir müssen euch jetzt erstmal sagen... Euch? Ich rede sie schon wieder höflich an. Wir müssen ihr jetzt einfach mal sagen, genau, dass die Zerstörung von Piragus ein Unfall war. Immerhin waren es wir ja wirklich nicht. Ah, ein Unfall. Ihr wolltet das nicht. Ihr habt euch nicht geändert. Ihr handelt, anstatt zu denken. Ihr stellt euch über die Galaxis. Über die Jedi. Wisst ihr, was ihr getan habt? Über die Galaxis? Nein, über die Jedi ist egal. Also, ja, warum sagt ihr es mir nicht? Ich habe zwei Welten mit einer einzigen Explosion vernichtet. Nein, danke. Ich weiß, dass ich Telos in Gefahr brachte, aber mir blieb keine andere Wahl. Ja, Telos ist verloren und das ist mir egal. Nee, Telos ist schön. Piragus war nichts, nein. Ja, warum sagt ihr es mir nicht? Ohne den Treibstoff von Piragus kann die Citadel Station ihre Position nicht halten. Sie wird abstürzen und ihre Zerstörung wird 20 weitere Planeten vernichten.
Oh. Was meint ihr damit? Warum ist Telos so wichtig? Und wenn schon, nein, was meint ihr damit? Telos war ein Test. Die Republik möchte wissen, ob die Sanierung des Outer Rim möglich ist. Wenn der Test scheitert, finanziert die Republik keinen neuen Versuch. Die anderen Welten des Rim wurden von den Sith zerstört und gleichen Friedhöfen. Seht ihr das Ausmaß eures Verbrechens? Wie gesagt, ich habe damit nichts zu tun. Ihr kennt mich und wisst, dass ich so etwas nicht absichtlich tun könnte. Ich wollte nie einer anderen Welt schaden, ich wollte keiner Welt schaden. Aber die Sith griffen mich auf Peragus an. Der Kampf zerstörte die Kolonie. Endlich kommen wir mal zur Wahrheit. Die Sith? Was meint ihr damit? Ja, die Sith sind wieder da und sie jagen alle Jedi. Das wisst ihr, wenn ihre Hände an eurer Kehle liegen. Wahre Worte. Ihr seid den Sith wirklich begegnet. Ich kann eure Narben spüren. Sagt mir, wo habt ihr sie getroffen? Na, auf Peragus. Die Sith kamen nach Peragus, um mich zu töten. Wenn ihr mein Schiff habt, wisst ihr, dass ich auf Peragus war. Und sie auch. Ja, das ist ziemlich gut. Peragus. Was wollten sie dort? Sie können nicht nach euch suchen. Doch, sie denken nämlich, ich bin der letzte Jedi. Ihr? Wenn sie euch für einen Jedi halten, sind die Lehren der Sith wahrlich blind. Ich bin die letzte Jedi. Ihr habt unsere Lehre verraten. Unseren Glauben. Den Kern des Jedi-Ordens. Wenn euch diese Sith angegriffen haben, werden sie ihren Fehler bald erkennen. Und falls ihr entkommen seid, wollten sie vermutlich, dass ihr sie hierher führt. Ich glaube nicht, dass sie mir gefolgt sind. Dann biete ich euch meine Nein. Es muss andere Jedi geben. Hoffentlich nicht. Was ist mit den Verlorenen? Sie sind stärker, als ihr denkt, und es ist mindestens ein Sith-Lord bei ihnen. Sie sind anders als die Sith aus dem Jedi-Bürgerkrieg. Ja, sie sind stärker, als ihr denkt. Es ist gleichgültig, welche Macht sie haben. Wenn sie sich einem wahren Jedi stellen, versagen sie. Eure Taktik ist fragwürdig. Nein, nein, nein. Ja, eure Taktik ist fragwürdig. Wir werden sehen. Fürs Erste hat sich eure Situation geändert. Ich habe euer Schiff und gebe es euch zurück. Ihr müsst aufbrechen, bevor ihr uns in Gefahr bringt. Wartet, nein. Wo sind meine Gefährten, genau? Sie sind im Norden, in einer der alten Verhörkammern. Ihnen ist nichts passiert. Sie können uns ebenfalls verlassen. Gut, das ist echt gut jetzt. Besser wäre es, und wenn ihr mich erneut bestehlt, werdet ihr es bereuen. Je schneller ich hier wegkomme, desto besser. Ja, besser wäre es, und wenn ihr mich erneut bestehlt, werdet ihr es bereuen. Nehmt euer Schiff. Es ist mir egal, wohin ihr geht, solange ihr Telos verlasst. Wir werden ihn entfernen, Herrin. Kommt mit uns. Geht es euch gut, Herrin? Diese Gefühle sollten lieber vergessen bleiben. Vergibt mir, Herrin, aber ich muss euch das fragen. Ich habe nie gesehen, dass euch jemand so sehr beeinflusste. War er euch einst wichtig? So etwas tun Jedi nicht. Er tut wie immer, was er will. Die Galaxis und die Gefühle anderer sind ihm völlig gleichgültig. Als wir über ihn richteten, stand ich in der Kammer und er hatte recht. Er war sich so sicher, dass ich an mir zweifelte. Er zog Revan den Jedi vor, dem Rat und... Aber nun bin ich müde. Natürlich, Herrin. Ich sage den anderen, dass ihr nicht gestört werden wollt. Und bitte verausgabt euch nicht. Wir kümmern uns um alles. So, da sind wir wieder. Bevor ich mich jetzt dem hier näher zuwende, euch ist sicherlich aufgefallen, dass es sehr viele Schnitte gab in dem Dialog mit Atris eben. Das hat einfach den Grund, dass ich heute, ja, leider etwas unkonzentriert bin. Keine Ahnung, woran es liegt. Jedenfalls habe ich all die komischen Verbrabbelungen, zumindest die meisten, mal eben rausgeschnitten, damit ihr davon nicht genervt werdet. So, also, neuer Tagebucheintrag in Ordnung.
Und wir haben weder helle noch dunkle Seitepunkte gekriegt. Oh, das ist echt schön. Normalerweise kriegt man hier nämlich meistens eine von beiden. Oder auch beide. Und dann unterschiedlich stark im Ausmaß. Aber wie ich habe es echt geschafft, keine zu kriegen. Weder hell noch dunkel. Das ist doch... Das bestätigt mich. So, Dienerin Schwester, so. Erstmal müssen wir nochmal... Ja, uns hier umgucken. Da ist Atris hin verschwunden. So, kleine unplanmäßige Sicherung eben, tut mir leid. Hat mal wieder was mit etwas Tollpatschigkeit zu tun. Naja, Meditationskammer. Diese Tür fühlt sich kalt an. Es scheint keine Möglichkeit geben, sie zu öffnen. Schade. Aber das ist eine Tür, die mal wieder so aussieht, als wäre sie... Ja. Nicht sonderlich gewöhnlich. Zu ihrer Meditationskammer, das, damit muss es irgendeine Bewandtnis haben. Das kann nichts Normales sein. Aber hier mal... Sie sind ja wirklich in den Überresten des alten planetaren Bewässerungssystems von Telos. Und von daher erklärt das wahrscheinlich auch diese riesigen offenen Kammern hier. Ja, schön. Aber was mich erstmal viel mehr interessiert, diese komischen weißen Frauen. So, was hat's mit denen auf sich? Dienerin Schwester heißen sie. Okay, dann wollen wir sie mal ansprechen. Und das hier muss sowas ähnliches wie... Ja, eine alte Ratskammer gewesen sein, vom Jedi-Rat. Naja, Dienerin Schwester, was sagst du? Was wollt ihr von mir? Ich suche meine Freunde. Die Emhawk, wo ist sie? Wissen wir alles schon. Ich will kämpfen. Wir können kämpfen. Ich würde euch gerne etwas lehren. Seit ihr hier seid, sind mir viele Prinzipien des Kampfes eingefallen, die ich euch lehren könnte. Lehren? Oh ja. Wir trainieren regelmäßig die verschiedensten Kampfstile. Und wir hatten schon lange keine andere Aufgabe mehr. Ihr könntet eine willkommene Abwechslung sein. Gerne über ein bisschen Training würde ich mich freuen. Würde ich mich tatsächlich, mache ich jetzt aber noch nicht, da die Zeit leider sich wieder dem Ende neigt. Und dann bin ich euch gern zu Diensten. Vielleicht ein andermal, ich gehe dann jetzt. Okay, ich guck mal kurz, ob die Option dann noch da ist. Ihr seid zurückgekehrt. Ich will kämpfen. Ich würde euch... Yep, ist wirklich da. Okay, vielleicht ein andermal. Das ist cool. Also das behalte ich definitiv im Hinterkopf. Da freue ich mich schon richtig gehend drauf. Können wir unsere eigenen Kampffertigkeiten verbessern? Das ist echt gut. So, hier dann das... Ja, das Gegenstück zu dem zu der großen Kammer, die wir dort eben schon gesehen haben. Ist schon genial. Obwohl es alles eine sehr, sehr wirklich extremst kühle Atmosphäre hier hat. Aber darauf werde ich später noch eingehen. Ist schon cool. So, bevor ich jetzt aber noch irgendwo rein dappel und wieder irgendeine Cutscene auslöse, stelle ich mich einfach hier in die Botanik. Haben wir unsere Waffen wieder? Haben wir, sehr gut. Werde ich dann auch das nächste Mal wieder auswählen. Und ich sage... Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Rams Girata für heute. Ja, mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Das nächste Mal wird es dann mit der Erkundung dieses interessanten Bereiches weitergehen. Und ja, bis dann.